Deckung! Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Total War Attila Online Battle von mir, diesmal mit den Gauten. Die Gauten sind eine der nordischen Fraktionen von dem Viking Forefathers DLC. Haben eher ihren Schwerpunkt auf Speerinfanterie als auf Axtinfanterie wie die Jüten. Und muss ehrlich sagen, auch die Speerkämpfer wollte ich mal hier austesten, einfach mal um zu sehen, ob es mir irgendwie einen Vorteil bringt. Denn preislich gesehen schließen sie Lücken, die eigentlich ganz gut sind, um auf andere Einheiten zu fokussieren. So ist besser. Klang gerade richtig falsch. Aber okay. Gut, wir spielen gegen das Weströmische Reich, der diesmal auf sehr viel Kavallerie setzt, erstaunlicherweise, was für Weström eher unüblich ist. Aber auch auf Speerwerfer. Und da muss ich euch sagen, die sind doch nicht schlecht. Und ich werde die auch mal demnächst ausprobieren. Und wir gucken uns mal gleich mal an, wie er sich damit geschlagen hat. Wir befinden uns irgendwo in Schweden hier gerade und kämpfen da in Fräsholt, glaube ich, heißt das. Und es ist mal schön, dort auch zu kämpfen. Hat man noch nie gemacht. Und ich möchte euch erstmal zeigen, was habe ich denn mit dabei. Mit dabei habe ich insgesamt 6-mal meine nordischen Elitekrieger als Linieninfanterie, die in etwa so aussehen. Ganz coole Einheiten, die haben die Fähigkeit Angst machen gegen alle und sind resistent gegen Angst und haben die Fähigkeit Raserei. Sehr gute Stats, um ehrlich zu sein. Meine Fernkämpfer sind die Bogeninfanteristen oder auch nordische Bogenkrieger in diesem Fall und stehen direkt dahinter. Dann an meinen Flanken stehen dann die leibeigenen Speerträger, jede Flanke ein Trupp. Das sind etwas schlechtere Speerkämpfer, schließen aber die Lücke zwischen den schlechtesten und der Mittelklasse Speerträgern. Die leibeigenen Speerkämpfer sind nochmal ein bisschen besser und schließen auch wieder eine Lücke. Aber auch sehr praktisch, gelten aber beides als leichte Speerinfanterie, sind demzufolge anfälliger für Kavallerieanstürme, sind aber trotzdem nicht schlecht gegen Kavalleriemächte zu sein. Davon, wie gesagt, an jeder Flanke ein Trupp. Dann meine Kavallerie sind insgesamt 4-mal Kavallerie der Wikingerplünderer und 2 an jeder Flanke. Mein General ist ein Anführer der Wikinger und das war's mit meinem Bild. Gucken wir uns mal das gegnerische Bild an. Es ist sehr, sehr, ich bin echt zu blöd und hab vergessen. Wir nennen sie jetzt einfach Ballistarii, weil ich Armbrustschützen, das ist auch richtig. Insgesamt 4 Armbrustschützen. Ich habe echt vergessen, wie das hieß. Okay, hat da mit dabei, relativ viele. Hat da noch mit dabei 2-mal seine Exculatoris, die wirklich echt ordentlich sind. Da hat er noch mit dabei, muss ich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal, nee, 5 mal die Legio-Infanteristen. Das sind ganz gewöhnliche Legionäre eigentlich, mehr nicht. Und dann hat er noch 2-mal seine Föderati-Speerträger mit dabei. Also, relativ wenig Infanterie, dafür aber sehr Kavallerie, denn hier hat er noch sehr viel übrig. Wir sehen hier Scolae Gentiles 2-mal, unseren General als Kommes und hier hinten dann noch insgesamt, ich glaube, 3-mal Kataphraktii. Ja, 3-mal Kataphraktii ist schon echt ordentlich, Leute. Gut. In der heutigen Schlacht zeige ich euch den Nachteil von Ballistarii im Übrigen. Ihr werdet dann sehen, wieso sie noch nicht ganz spielbar sind, zumindest mit den Methoden, wie ich sie bis jetzt anwende. Aber fangen wir an. Mein Plan war es natürlich direkt in den Infanteriekampf zu gehen, da bin ich mich deutlich überlegen. Gegenüber ihnen, ich habe genug Speerträger bei, um seine Kavallerie zu fokussieren und ich wollte auch seine Kavallerie gut fixieren mit meiner Kavallerie, da ich da auch einen Nahkampfvorteil habe. Mein General wollte ich mit der Linie einsetzen, weil ich halt gegen 7 Einheiten kämpfen muss und ich brauche den 7. Mann. Und meine Bogenkrieger sollten eigentlich seine Ballistarii ausschalten. Mehr war nicht geplant. Eine ganz simple Taktik eigentlich. Simple Vorgehensweise, aber muss ja auch ein bisschen probieren und gucken, ob das alles funktioniert. Gut. Lass mich mal kurz die Ballistarii zusammenfassen. Vor- und Nachteile. Vorteile der Ballistarii sind ein sehr hoher Geschossschaden zu einem sehr starken rüstungsbrechenden Wert. Wenn wir jetzt mal hier gucken, da 50 als rüstungsbrechender Schaden ist echt heftig. Und gerade gegen Einheiten ohne Schilde killt das enorm viele Männer. Problem von denen ist aber, dass sie nur 3-mal pro Minute schießen. Das ist ein ordentlicher Nachteil. Und genau aus diesem Grund sind meine Bogenschützen dort im Vorteil. Noch dazu habe ich eine höhere Reichweite als er. Der hat mich, glaube ich, 125er und ich habe 150er Reichweite. Das ist ein deutlicher Vorteil. Den muss ich jetzt natürlich auch für mich nutzen hier. Und den wollte ich auch für mich nutzen. Denn, ganz ehrlich, also gegen seine Fernkämpfer gewinne ich das Ding locker. Naja, er hält sich relativ zurück, auch wenn es eigentlich sein Terrain ist, schön offenes Feld, ist ja eigentlich eher römisches Gebiet quasi, für Barbaren eher schlechter gewählt, aber soll mich nicht stören, ich gehe gleich drauf los. Ich renne auch relativ früh, da ich sowieso mit einem mit einem Fernkampfgeplänkel anfangen wollte, was momentan irgendwie gerade wieder schön Trend geworden ist, was ich cool finde, weil es mich immer an Rom 1 erinnert, dieses Kavalleriegeplänkel, und deswegen freue ich mich schon immer tierisch drauf, wenn es in der Schlacht losgeht. Gut. Spulen wir mal ein bisschen
vor, nachdem ich Taktik Karte verlassen haben, so. Denn das ist immer so eine Sache mit den Maschinen. Man muss sich immer jetzt Zeit nehmen. Vielleicht brauchen die Schlachten künstlich gesehen ein bisschen länger. Aber die reine Action geht eigentlich genauso schnell wie in Rom 2. Ist eigentlich ganz lustig, um echt zu sein, diese Bildung davon. Naja, ich schicke jetzt meine Bogenkrieger nach vorne, damit sie halt auch direkt den Kampf beginnen. Meine Schwertinfanterie auch relativ zurückgehalten bleibt. Jetzt geht es auch gleich direkt in den Nahkampf los. Fernkampf los. Wir sehen hier, er geht auch in offene Formation. Ja, deswegen dauert es gleich ein bisschen länger, bis ich das Ding gewinne. Mein Vorteil ist aber jetzt die Reichweite. Ich habe eine höhere Reichweite als er. Er muss erst vorwärts marschieren. Ich kann auch schon einen Beschuss starten. Wir sehen es auch hier. Ich fokussiere erstmal hier drüben den Trupp. Ich glaube, den hier war es hier. Aber naja, war nicht so schlau, weil hier noch die Hitboxen vom Bomben im Weg stehen. Da treffen nicht alle Pfeile. Aber naja, auf jeden Fall verliert er viele Männer. Noch im Laufe des Dingens und tötet auch nur wenig. Das ist nämlich so ein enormer Vorteil von mir. Seine Kavallerie braucht er relativ lang, um aktiv zu werden. Weiß ich nicht wieso, ich glaube, er wartet auch noch erstmal ein bisschen. Und deswegen formiere ich auch gleich meinen Speerträger noch um. Da sehen wir es, jetzt geht's auf die Ballistarii. Die haben, glaube ich, gerade erstmal eine Salve abgegeben noch und ich schon mehrere. Hab aber auch noch keinen einzigen Mann für ihn verloren. Das ist echt schon so. Ist halt typisch Ballistarii, kann man sagen. Das ist so deren Problem, echt zu sein. Meine Bogenschützen gegen haben jetzt schon fast den Eintritt komplett hier fokussiert. Der verliert jetzt auch schon wesentlich mehr Männer. Wir sehen es jetzt hier. 109 Männer hat er noch übrig. Jetzt schon wesentlich schneller. Ist eine geile Sache, finde ich ehrlich gesagt. Zack und immer weiter. Auch mal schöne Salve. Also es ist so ein Problem der Ballistari eben. Jetzt gucken wir hier die Kills. Es sind immer noch kaum welche. Weil er halt viel zu langsam schießt. Dafür hat er aber auch nicht wenig Munition. Muss man ihn wieder lassen. Er hat mehr als ich. Das ist ein Problem von mir, um ehrlich zu sein. Aber seine Ballistarii schwinden dennoch und es ist ganz gut. Ich wollte jetzt aber einen anderen Trupp fokussieren, weil mir das langsam zum Problem wird, wegen der Munition. Ich habe nur noch 9 Schuss pro Einheit und es ist echt zu wenig. Deswegen schnappe ich mir jetzt den nächsten Truppen und zerschieße den quasi. Und weil er sieht, dass er den Kampf nicht gewinnt, schickt er jetzt seine Infanterie vorwärts und möchte in den Nahkampf gehen. Soll mich nicht stören, denn langsam muss es ja auch mal losgehen, um ehrlich zu sein. Ja, und meine Einheiten sind bereit. Ich kann im Nahkampf gehen. Ich schicke meinen General noch mit davor, weil er im Nahkampf erschützen soll. Er soll halt relativ zentral kämpfen. Ich wollte ihn nicht an die Flanke setzen, damit er dort großen Gefahren ausgesetzt ist. Mittlerweile habe ich aber schon ein paar Bogenschützen mehr wieder verloren. Aber immer noch nicht so viele, wie er Ballistarii verloren hat. Um echt zu sein. Naja. Jetzt geht's zum Kampf gleich los. Ich schicke meine Einheiten vor. Und habe total verpennt, dass ich meinen General nach außen gestellt habe, wegen den Speerkriegern hier. Das war keine schlaue Idee, ich hätte ihn doch lieber im Zentrum behalten müssen, um ehrlich zu sein. Aber gut. Jetzt geht's hier auch im Kampf, also mit dem Kampf los. Er bündelt immer 2 Einheiten auf eine bei mir. Das ist natürlich, was den Beschuss betrifft, effektiver, aber für mich halt ärgerlicher. Aber leichter geht das Ding zu gewinnen, um ehrlich zu sein. Drüben geht's auch los, seine Speerkrieger beginnen hier den Kampf, meine auch noch. Ja, ich versuche jetzt hier mit meiner Kavallerie außen rumzureiten und seine Ballistarii abzuräumen. Ich hätte aber nicht so viel Kavallerie dafür nehmen sollen, um ehrlich zu sein. Das wäre nicht notwendig gewesen. Denn jetzt hat er quasi hier hinten leichter, meine Einheiten auszuspielen und mit seiner Kavallerie effektiv Schaden zu verbuchen, um ehrlich zu sein. Ich hätte lieber 2 Kavallerietruppen zurücklassen sollen, mit dem Rest hier die ganzen Fernkämpfe abräumen sollen. Egal, trotzdem konnte ich hier die Ballistarii relativ schnell fokussieren. Anderes Problem von mir sind hier die Exploratoren. Die haben innerhalb von der kurzen Zeit schon 70 Mann gekillt. Das ist extrem viel. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie überwiegend die Bogenschützen hier gekillt haben, aber trotzdem, es sind trotzdem viele Kills gewesen in der kurzen Zeit. Will ich vernachlässigen dürfen, denn es sind jetzt hier schon 90. Jetzt kommt meine Kavallerie dazu, blockiert den Trupp zwar noch glücklicherweise, aber trotzdem ist halt noch ein Problem. Jetzt kommt er eben mit seiner Kavallerie auch gleich durch. Das ist richtig ärgerlich für mich und hier drüben genauso. Ich habe zwar relativ breit gezogen, gewinne das Ding hier hinten auch gegen seine Schwertinfanterie, gegen seine Speerinfanterie, doch mein General macht dennoch relativ viele Verluste und muss relativ schnell wieder gerettet werden. Jetzt kommt die Kavallerie auch hier drum und ich habe hier total gepennt. Jetzt marschieren sie hier auch nur und das hat mich eigentlich quasi den Kragen gekostet. Kostet schon fast. Aber meine Kavallerie hat jetzt hier drüben die ganzen Fernkämpfer schon abgeräumt. Die Exploratoris fliehen, die Ballistari sind weitestgehend geschwächt. Und stehen auch in falsche Richtung. Das ist gut für mich, deswegen können sie nicht losschießen. Ich charge jetzt auch in die Infanterie rein, um die wegzuhauen. Aber er kommt mit seiner Kavallerie durch. Ich versuche jetzt hier drüben noch abzublocken mit meiner Kavallerie. Klappt aber nicht ganz. Er ist noch im Rücken von mir drinnen, macht natürlich deutliche Verluste dabei. Wir sterben deswegen, Männer. Meine Speerkrieger gewinnen das Ding hier hinten sogar noch gegen seine Kataphraktii relativ gut. Gerade die leibeigenen Speerkrieger besonders gut, erstaunlicherweise. Obwohl die leibeigenen Speerkämpfer dann doch noch ein bisschen besser sind, aber okay. Hier drüben hat er jetzt meinen Gen mir weggehauen. Richtig ärgerlich, wir sehen es hier hinten da. Er stirbt jetzt hier gerade und das ist
Hat mich tierisch geärgert. Jetzt ist er nämlich gleich weg hier. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Da ist... Es hat mir nochmal im letzten Moment den Arsch weggebrochen. Aber ich frage mich auch, wieso er die Schlacht abgebrochen hat. Denn das Ding hätte er noch gewinnen können, echt zu sein. Seine Kavallerie ist noch hier drüben ziemlich zahlreich. Meine Speerinfanterie wankt auch schon, hat noch eine Moral von 4. Seine Kavallerie ist da wesentlich besser dran als meine. Macht seine zwar fertig, aber trotzdem. Er hätte das Ding eigentlich noch gewinnen können. Deswegen hat es mich gewundert, dass er die Schlacht dann doch schon aufgegeben hatte. Aber gut, meine Nahkampfinfanterie hat besonders gut abgeräumt von allen Einheiten. Auch meine Kavallerie sehr gut sogar wegen den ganzen Ballistarii. Sehen wir hier ziemlich viele Kills, die Schwertinfanterie auch. Bogenkrieger eher weniger und meine Speerkrieger erstaunlicherweise sehr viel. Gut, ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Merkt euch, auch Speerwerfer sind sehr effektiv. Da musste ich auch schon mal gegen Hannibal mit in Kontakt treten. Und ich hoffe, euch hat das wieder gefallen, denn ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Total War Attila wieder. Was mich aber noch interessieren würde, wäre eure Meinung, eure Kritik, eure Tipps und eure Anregungen. Schreibt es in die Kommentare, denn ich kann keine Telekinese. Und was mich auch sehr freuen würde, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und ein Abo, denn dann weiß ich, was euch wirklich gefällt. Gut, Leute, ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schreibt es doch in die Kommentare und lasst einen Daumen hoch oder ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen, denn dann weiß ich, was euch wirklich gefällt. Und falls ihr irgendwie Kritik, Anregungen oder sonstige Kommentare dazu habt, schreibt's rein, denn Gedanken lesen kann ich leider nicht. Dazu bin ich noch nicht in der Lage, aber ich arbeite daran bereits. Also mittlerweile schaffe ich es schon weiter zu denken als 2 Sekunden. Nein, Spaß, aber... ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr eure Meinung unten reinschreibt, denn dann weiß ich, wie ich mich verbessern kann, denn nur so geht's auch. Ciao, bis zum nächsten Mal.